Hallo liebe Leute, wo, wer, wann, wie, ist, weshalb, warum und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Mafia 3. Wir machen heute weiter mit dem nächsten, ja, mit dem nächsten Kollegen, den wir hier umbringen müssen. Ups. So, angeblich müssen wir hier angreifen. Gut, dann räumen wir hier mal auf. Auf geht's. Hier im Ward warten ein paar Patienten auf Besuch. Na klar, bin gleich da. Hallo, schicken Sie ein paar Polizisten hier rüber. Danke für verfügbare Einheiten. Hier kam eine Meldung rein über einen bewaffneten Farbigen, männlich, im French Ward. Bitte überprüfen. Gut. Schieb dir das in den Ausbruch! Der ist tot. Alter. Das war mir so klar. Ich gehe nur kurz raus und werde weggeatmet. Weil die scheiß Karre neben mir explodiert ist, die mir das Wasser mit dem Leben gezogen hat. Fuck it, Alter. Den wollte ich eigentlich noch mitnehmen, den Typen. Jede Runde bisher nur am Verrecken. Naja, müssen wir es halt nochmal angehen. Das ist zum Kotzen gerade. So, und der nächste. So viel haben wir ja nicht mehr. Warte mal. Wir müssen ja den nächsten holen. Das hier scheint uns gerade ein bisschen mehr Schwierigkeiten zu machen, liebe Leute. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Munition, ne? Okay, wir machen das anders. Wir holen unsere Leute dazu. Hier im Ward warten ein paar Patienten auf Besuch. Na klar, bin gleich da. Okay, dann auf geht's. Die räumen mich. Tut mir sehr leid. Es gibt nichts zu sagen. Böses hinter all dem. Was verfault hat er mit dem Schießer? Wir wollen doch alle nur das Beste für die Stadt. Hast du keine Augen im Kopf? Alle runter auf den Boden! Da! Schnappt ihn euch! Sorry. Die kleine. Die, das Mädel da, das war. Oh, das war danke. Boah, ich hab mir gerade den Arsch gerettet, Leute. Ihr habt mir gerade den. Das war verdammt gewieft, das sag ich euch. Ja, super. Das war verdammt gewieft.
Chief, das sag ich euch! Ich geh voll weg! In Deckung, jetzt! Hat er den getötet? Ja, er hat ihn getötet, tatsächlich. Ich hab ihn getroffen! Verdammt, ich hab ihn getroffen! Was ist denn? Runter, bevor du erwischt wirst! Da unten muss irgendwo noch einer rumlaufen. Ich weiß nicht, ob wir den schon haben. Alles easy, das war klasse! Ja, scheinbar. Gut. Das war mal einer, der wunderbar funktioniert hat. Dankeschön. Was für Trantüten. Ich schmeiß mich weg. Gut, den Schaden haben wir noch nicht gemacht. So, ich nehme die Munition natürlich hier mit. Warte mal, hier liegt noch was. Hier liegt noch was. Ein Repent-Magazin, okay. Eins von vier in French Ward. Wir nehmen natürlich auch die Kohle mit. Das waren auch wieder 3.500. Hier nochmal 1250. Leider nicht, um die Schadenssumme zu senken. So. Auch das nehmen wir natürlich mit. Hinten muss auch nochmal Geld liegen. Wie liegt da? Wo liegt denn das ganze Geld hier rum? Ich meine, $7.000 haben wir mal kurz im Gold, ja klar. So, zack, zack, zack. Ich kann mich kaum bewegen, Schatz. Ach, dann nehmen wir dich mal kurz mit. Ja, wäre natürlich super. Die Waffe natürlich weg, weil die soll ja unbedingt gut mit uns reden haben. So, gut. Ja, oben müssen noch genug Sachen liegen. Wir nehmen auf jeden Fall den Erste-Hilfe-Koffer hier mit. Sicher ist sicher. Hier muss immer noch ein Magazin liegen. Moment, wo ist denn das? Wenn ich ein Magazin in einem Bild. Hier hinten. Nummer 2 von 4. Dann irgendwie eine Sicherung. Geld. Und da hinten muss auch nochmal Geld liegen, glaube ich, ne? Ums Eck. Warte mal. So. Wo muss denn das Geld liegen? Liegt das hier in dem Raum oder was? Da. Gut, wunderbar. Und hier liegt auch nochmal Geld. Okay, wunderbar. Dann haben wir das, glaube ich, soweit alles erledigt. Die Schlüsselstresse halten und damit ist das Ding hier ausgearbeitet. So. Dann gehen wir jetzt weiter. 100 Meter ungefähr. $20 haben oder nicht haben. So, jetzt muss ich erstmal wieder herausfinden. Moment, wie geht's denn hier nach Hause? Wie geht's hier raus jetzt? Ja. Hier. Nee. So, doch, schauen wir ja. Doch, wir gehen wieder auf die Straße zurück und holen uns jetzt vielleicht.
Von den nächsten Kollegen. Ich spiele den Babysitter nur, wenn ich Zeit habe. Oh, schauen wir mal bei Big Mom rein. Sehen wir heute Abend spielen. Da kommt der Regen vor sich. Ich bin euch da. War dir die Scheiße. Ich weiß ja, dass die Touristen Geld bringen. Pass auf! Ich bin auf dem Weg! Und dann hat der Kerl gesagt, er will's in den Arsch. Der stinkt hier. Ich bin es nicht. Ja, merkst du was? Nein, nein, er hatte da dieses Ding, das ich benutzen sollte. Das wollte er in den Arsch. Und das, oh Gott, das sind Informationen, die man nicht braucht. Gut, dann sehen wir uns tatsächlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss.